Zurück bei Hearthstone. 2-0 steht's im Arena-Run mit dem Magier, oder der Magierin besser gesagt, mit Jaina Proudmoore. Inzwischen gibt's ja aber auch andere Helden. Es gibt ja drei Heldenklassen, die sie geupdatet haben. Also man kann statt Jaina Proudmoore auch mit Medivh spielen. Dann gibt's noch einen anderen Krieger, glaube ich, statt Garrosh. Ich hab's nicht im Kopf, aber es müssten drei Klassen sein. Krieger, Magier und wer noch? Weiß ich nicht mal. Guck, peinlich. Müsste ich mal nachgucken. Habe ich mir noch nicht gekauft. Die kosten, glaube ich, einen Zehner. Das war, als ich im Urlaub war. Ist das passiert. Und, das sind alles drei gute Karten. Als ich im Urlaub war, ist das rausgekommen. Da bin ich noch nicht ganz auf dem neuesten Stand. Ja, so viel passiert. Die neuen Helden, das Kartenchaos und. Haben sie richtig mal Gas gegeben. Bin ich aber ganz gut. Und er fängt auch gleich nicht schlecht an mit einem Zombie-Chow. So eine starke Karte. Gerade bei dem Priester auch noch. Puh. Nervt. Und ein Shadowboxer. Jetzt kann er den scheiß Zombie-Chow noch die ganze Zeit heilen. Ah, das ist kein guter Anfang. Das ist kein guter Anfang. Oh Mann. Ey, wie gut kann denn ein Anfang sein? Ist das vielleicht ein bisschen pervers? Hallo. Geht's noch? Wenigstens aber nicht getroffen direkt. Zieht aber noch eine Karte. Meine Fresse. Der Flamestrike kommt da mal ganz gut. Da müssen wir ein bisschen Zeit schinden einfach. Ich muss praktisch nur überstehen, bis das irgendwann vorbei ist. I wonder. Er soll auch gar keine Karten mehr ziehen. Das ist doch mal ganz nett. Danke dafür. Ah, natürlich habe ich kein Glück. Wäre ganz nett gewesen, einen davon noch wegzuhauen, den Zombie-Chow, den anderen, damit sie nicht so leicht angreifen können. Krieg ganz schön auf die Nase jetzt.
So, mal schauen, wie ich da rauskomme. Der Anfang war halt richtig mies. The damned stand ready. Das Dingo! Yes! Ja, ich glaube, ich muss den Flamestrike spielen. Ich muss einfach überleben. Und eine andere Combo bietet mir es nicht. Fireball, Polymorph kostet zu viel. Ich habe zwar viele Karten. Ach so, der. Ach, jetzt habe ich noch falsch aufgepasst. Fuck. Ja, das war natürlich doof jetzt so rum. Au. Na gut, jetzt habe ich eh langsam verloren. Da habe ich falsch aufgepasst. Ich habe irgendwie gedacht, dass er nur 4 HP hat. Da war ich so abgelenkt. Na, das war nichts. Das war nichts. Das war nichts. Gut, am Ende habe ich jetzt aber... Das hätte ich auch anders machen können. Ich hätte den Feuerball spielen können, zumindest auf ihn. Hätte er nur 3 Angriffe gehabt, obwohl es hätte auch gereicht. Ich glaube, ich hätte es gar nicht verhindern können. Trotzdem war es natürlich jetzt ein Fail am Ende. Aber... 3... Ich hätte nicht genug... Trotzdem. Ach, was für ein Anfang. Der Spellbänder war noch ganz gut. Jaina versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Na, trotzdem, schrecklicher Anfang. Schrecklicher Anfang. Ich will hier weg. volle Kanne vermobbt worden. Von diesen günstigen Drops. Das möchte ich auch ganz gerne mal haben. Zombie-Chow, Shadowboxer. Kann man schon mal machen. So. Der Mad Bomber, wenn man ihn so ausspielt, wenn von einem selber nichts auf dem Board liegt, ist natürlich mal ganz praktisch. Na, er spielt leider nichts aus. Ja. Das sage ich nicht zu. Ach, diese Bombe. Kann leider nichts mit einem Mana ausspielen. Mit 3 Mana. Ein Mana verschenkt. Hab nichts mit einem Mana, hab nichts mit 3 Mana. Schade, schade. Weg. Den weg. Warum hat denn der 6 Karten, die Sau? Durch die Mortal Coil hat er natürlich eine mehr. Impmaster, ja, der ist fleißig dabei, immer Imps zu machen. Imp Gangboss, Imp Master. Mal ein bisschen Damage aufs Face, damit er nicht so oft seine Hero Ability einsetzen kann. Ein Polymorph haben wir noch, was mal ganz praktisch ist. Autsch. Die machen jetzt wenigstens so viel Schaden. Welcher Imp ist hässlicher? Der.
gucken, ob er den Ancient Watcher, wie er den aktiviert, wahrscheinlich mit einem Taunt. Solange warte ich mit dem Polymorph dann noch. Mal weg mit dem ganzen Scheiß. Brauche ich aber noch einen Flamestrike? Achso, stimmt, den kann ich ja gar nicht anvisieren. Oh, da habe ich gepennt. Da habe ich gepennt. Ich penne ganz schön viel wieder, hätte ich den natürlich trotzdem dann weghauen sollen. Das war schlecht. Da habe ich gepennt. Squire, attend me. Ready, sir. So, ich brauche noch einen Flamestrike. Hallo, ich brauche noch einen Flamestrike. Habe aber keinen Flamestrike mehr. Schade, schade, schade. Da habe ich jetzt ganz schön. Da habe ich nie aufgepasst. Das ärgert mich so, dass ich da nicht den, auf den Spectral Knight nicht drauf geachtet habe. Dass ich ihn ja mit der Hero Ability gar nicht angreifen kann. Peinlich. Schießen die mal weg, bevor die noch irgendwie aktivieren kann, wer weiß. Mit einem Silence oder sonst was. Tja, das verlieren wir. Auch völlig zu Recht. Also das eine war auf jeden Fall ein Failplay, die anderen Sachen waren ein bisschen ungünstig, aber wenn ich halt Fehler mache, dann habe ich es auch verdient zu verlieren. Zumindest, dass ich den nicht ausgeschaltet habe. Und der hat ganz schön viel Schaden jetzt gemacht. Job's done. Ein Spinner, ein Webspinner. Na dann. So, dann hau ihn weg. Ey! Whoops.
Knack! Ja genau, und jetzt hau ihn halt weg. Den will ich eh nicht nochmal sehen. Hau ihn weg, den Spinner. Also ein Scheiß manchmal. So ein Vollscheiß manchmal, ey. Unglaublich. Unfucking glaublich. Naja, ich habe dann immer noch einen Flamestrike, was ganz gut ist. Gruß an Robbery82, gerade neu im Twitch-Chat. Flamestrike kann ich auch ein bisschen konservativer spielen. Und noch so ein Spinner. Die letzten zwei Runden waren blöd. Die waren blöd. Bin ich stinksauer. Schöner Quickshot. Sechs Karten auf der Hand. Was ist da denn los? Ready, Sir. Truth is my shield. Victory or death. So. Den Thorn möchte ich mal ein bisschen am Leben erhalten. Muss jetzt mal auf meine Lebenspunkte ein bisschen achten nebenbei. Habe aber einen Feuerball auf der Hand. Autsch. Gladiator's Longbow. Autsch, okay. Karte dazu. Und Best of Alex hat Kirschen und Himbeeren frisch aus dem Garten. Das hört sich verdammt lecker an. Kannst du nicht welche vorbeibringen? Ich hätte auch gern
Kirschen und vor allem Himbeeren. Oder auch beides. Beides ist super. Frisch aus dem Garten. Bin ich direkt neidisch hier. Klarer Fall. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen, 7-3. Sechs, sieben, 13, 14. I wonder. Ach so, ihr habt natürlich recht. Ich hätte meinen eigenen Gazrilla pingen können. Ja, ihr seid super. Ja, ich hab's nicht gesehen. Stimmt natürlich. Guck, so ist er viel spannender. Ja. Die letzten drei Runden spiele ich ja scheiße. Was ist denn los? Guckt zum Glück keiner zu. Ich war abgelenkt von den Kirschen und Himbeeren. Das ist der Grund. Sonst hätte ich alles richtig gemacht. Natürlich. Der Kok muss auch spannend sein. Muss ja auch. Das wäre sonst langweilig. Wenn ich alles richtig machen würde, es wäre. Wäre zum Einschlafen. Von daher. Hello. Hello. Ihr guckt, Best of Alex sieht's wenigstens ein, dass es seine Schuld war. Das ist doch wenigstens etwas. Simon fragt, ob ich nicht in Berlin sein wollte. Nee, morgen fliege ich erst. Bin Donnerstag und Freitag in Berlin, nicht heute. Get in there and fight, maggot. So. Der Mad Bomber kann gleich mal seine Last verteilen. Nachdem der Mad Bomber in der letzten Runde so eine Scheiße gebaut hat, darf er jetzt mal was Gutes machen. My magic will tear you apart. My apologies. So, komm. Wow. Guck an, der will das wieder gut machen aus der letzten Runde. Na, ist das eine Trap? It's a trap! Face the light. Ja. Oh.
it! Dragno, stupid! Hallo, hallo, hallo. I'll never tell. Zwei, zwei, ein, zwei, drei, sieben, neun, zwölf, 31. Au, natürlich gerade wegen schön. So, jetzt mein 6-Mana-Minion. Geht doch. So, das sieht auch jetzt mal ganz nobel aus. Und damit kann ich leben. Justice shall prevail. Luminia möchte immer noch gegen mich spielen. Ja, muss mal gucken. Ich werde dann vielleicht mal einen Tag machen, wo ich gegen Viewer spiele. Das werde ich demnächst mal machen. Autsch. Und dann wirst du auch mit dabei sein. Ja, Dämon, du darfst auch. Warst du eigentlich mal Abonnent, Dämon, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Warst du nie Abonnent? Kommt nicht, ich habe mich gerade gefragt, weil ich überlegt habe, ob es dann nicht fairerweise erstmal gegen Abonnenten spielen angesagt wäre. Wahrscheinlich schon, dass die sozusagen Vortritt haben. Müsste ich mal gucken, wie ich das so einen Tag mache. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal machen. Und da habe ich gerade überlegt, ob du nicht auch mal Abonnent warst. Oder warst du nie Abonnent? Doch, oder? Ich glaube schon. Ja, genau. Du warst mal Abonnent. Sage ich doch. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Und gerade habe ich nicht so drauf geachtet. Deine Tastatur ist halt wirklich kaputt, oder? Du schreibst immer einen ganz schönen Scheiß zusammen. Also, jetzt so vom den Buchstaben her. Get in there, fight, maggot. Hello? Hello. Und dann schießt das da weg.
den lieber mal loswerden, den Mana Worm. Kann sonst immer ziemlich nervig werden. Someone called the doctor? Der blöde Neutron um die Ecke. So, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Leichten Kartenvorteil, leichten Boardvorteil. Und sogar von den HP liege ich leicht vorne. Au, oh, fuck. Der Bomblobber hat nochmal ordentlich umgedreht. Mit Glück, mit viel Glück. Schauen wir erstmal, was er genau bekommt dafür. Fucker! Blöden Bomber. Sind viele Spells gerade auf der Hand gehabt mal. Ein Secret, zwei Feuerbälle und ein Frostbolt. So, ich spiele einfach ein starkes Auskommen. Du willst es doch auch. Sehr schön. We must cleanse the Sunwell. Das lief ganz gut.
the light protects me. You gotta be kidding me! Autsch. Zum Glück habe ich für den Jungen ein Fireball. Tja, manchmal kann ich auch selber Leute timeouten, wenn sie zu viel Quatsch im Chat machen. Schaffe ich auch noch. So. Na, Ice Barrier. Damit kann ich leben. Ups. Also warum hat denn jetzt der Naldum HS? Warum wurde der gebannt? Hab ich da was nicht mitbekommen? Hat das einer von euch? Warst du das, Dani? Hat er irgendwas gemacht? Hab ich auch nicht mitbekommen. Na, den kann er eh bald killen mit der Hero Power. Dann machen wir ihn lieber weg. Also Vinaldum HS, hätte gerade das gewollt, dass der gerade ein Timeout oder ein Bann hat, eins von beiden. Falls das ein Versehen war, macht das doch gerne mal wieder rückgängig. I mind. Don't mess with us. Na, jetzt haben wir eh bald gewonnen. Der gute Taunt. Nicht schlecht. Sucks.
Ja, sehr schön. Das war eine interessante Runde. 5-2. Kommen die 7 Wins, die Infinite Arena. Mit 7 Wins kriegt man nämlich genauso viel Gold wieder, wie man eingesetzt hat. Also mindestens 150 Gold. Und hat zusätzlich halt noch ein paar Boni bekommen. Jaina versus Rexha. Let the hunt begin. Was Dark Potato gerade schreibt, dass ich das Robot Sheep in ein echtes Schaf verwandelt habe. Er wollte schon immer ein echter Junge sein, ein echtes Schaf. Ich hab's ihm ermöglicht. Stimmt. Ja, stimmt, sehr witzig. So, fangen wir doch damit mal an. Dann können wir ihn ein bisschen eingefroren halten, falls er dann versucht, irgendwelche blöden Waffen rauszuholen. Als Jäger ja nicht so ungewöhnlich. Das war gut. So, ich will ihn mal eingefroren lassen, damit er mit der Waffe nicht nerven kann. Pure Soul X versteht nicht ganz, warum man jemanden unterstützen möchte vielleicht, der zum Beispiel streamt. Tja. Naja, das kommt meistens mit dem Alter, dass man sowas versteht. Nicht böse gemeint, tatsächlich. Ist echt nicht böse gemeint, aber das wirst du, glaube ich, auch nochmal verstehen. Warum man für manche Sachen Geld ausgibt. Und wenn man was zu schätzen weiß. Aber wenn du halt dafür kein Geld ausgeben möchtest, ist ja auch okay. Kannst ja gerne hier zugucken. Bist ja trotzdem gern willkommen hier. So, den immer schon eingefroren halten. Wie viel hat er denn von denen? Zum Glück habe ich jetzt hier ein bisschen was, um das Divine Shield zu knacken. Fireball ist fast ein bisschen übertrieben, aber weg ist weg. Das ist natürlich Quatsch, wenn ich eh keine zwei Mana anders für ausgebe, sondern nur mit der Hero Power. Das mache ich in 1-1 auch damit killen können. Impmaster. Oh Mann, hat aber kein Glück gehabt. Jetzt wäre so ein Flamestrike gar nicht schlecht.
Ich gehe da ein bisschen aufs Face. Kein Bock mehr auf die Scheiße. So, greif mir lieber vorher nochmal an, nicht dass der Bomber alles drei auf meinen Snowchugger wirft. Ja, natürlich. So richtig, richtig hilfreich ist der Mad Bomber leider nicht bisher. Immerhin. Komm, 7-2. Dann hat sich schon gelohnt. Jaina versus Uther. I will fight with honor. You asked for it. Brauch ein bisschen mehr Early Game. Den Harvest Golem behalte ich mal als 3-Drop. Leider kein One-Drop. Das fehlt ja noch. Okay, was coint ihr denn da gleich raus? Na komm, zeig's mir wenigstens. Nee, doch nicht. Na doch, kam mir doch noch was. Na, immerhin. Daneben geschossen. Das ist doch schon mal gut. So. Ein 2-1er immerhin noch da. It's time for a little blood. Noch 4. So, das war auch gar nicht so verkehrt. Recht ausgeglichenes Spiel bisher. Kleine Vorteile beim Paladin. Mal schauen. Jede Runde ist gerade wichtig.
Sonst natürlich nicht, nur jetzt. Das war eigentlich falsch. Reporting for duty. Don't mess with Tusk. Reporting for duty. Kriegt leider keine guten Minions gerade, was denn das? Job's done. Au. Crucible Champion, so eine starke Karte. Aber jetzt habe ich viel zu viele. Das ist immer das Problem, wenn ich jetzt keine Minions ausspielen kann. Das kriegt zwar seine Minions weg. Ich will die nicht mal ausspielen, nur für 6 Face-Damage. Nachher muss ich irgendein Minion weghauen, aber es ist echt blöd. Jetzt hatte ich 4 Mana übrig, hätte ich gerne was ausgespielt. Oder eigentlich sogar noch mehr, 6 Mana. Reporting for duty. Und noch ein Spell. Ich brauche da mal ein bisschen. Ich brauche da jetzt mal ein bisschen Bot Control. Nicht nur Spells, bitte. Spellbänder wird hier nicht so viel helfen gegen Pala. Nicht so viele Karten davon profitieren. Na, ein Blessing of Kings abzugreifen mit Spellbänder wäre ganz nett. Let me think. Ja, jetzt könnte ich auch noch mein Spell vertragen. Ich würde meinen Flamestrike durchaus jetzt nehmen. Bisschen Overkill, aber bevor der jede Runde noch 5 Schaden macht, wenn ich den nicht loswerde. Mein Mana auch mal ausspielen. Meinen sehe ich jetzt wieder mal ein paar Minions.
duty. Ja, na sicher noch ein True Silver Champion. Tu dir keinen Zwang an. Okay, das war's jetzt. Mit dem True Silver Champion noch dazu. Und noch ein Fireball. Na, Avenge? Auch das noch. Ja, der Spellbände mir da nichts gebracht. Tja, aber so viel kann er auch nicht aufhalten. Gönnen wir ihm noch das Ende. Ja, eigentlich sind Feuerbälle nicht verkehrt, weil es dann doch ein bisschen zu viele ganz anscheinend. Zu oft Feuerbälle auf der Hand. Wenn das Board eigentlich recht ausgeglichen war oder fast leer, da hätte man dann lieber ein Minion ausgespielt, als einen Feuerball in der Hand zu haben. Aber naja. $60. 140, wenn man wieder kriegt. Das ist ja nicht schlecht. Kann man mal machen. Aber so richtig super war das nicht. Naja. Vielleicht soll ich dann doch wieder mal ein bisschen mehr Mühe beim Draft geben. Obwohl, da waren auch ein paar Fehlerchen waren drin. Insgesamt war es aber okay. War okay für einen gemütlichen Run.